Freunde, herzlich willkommen hier in meiner kleinen Stube. Ich mache hier kurz ein improvisiertes Verkostungsvideo von einem sehr interessanten Bier, das ich in dieser Woche kennengelernt habe in der, glaube ich, kann ich einfach so sagen, im Craft Beer Store in Dresden. Die haben zweimal die Woche eine Verkostung und diese Woche war das eben bei mir so geregelt, dass ich spontan bei beiden dabei war. Und da wurde jeweils ein besonderes Bier von den anwesenden Leuten, also unabhängig voneinander, zum besten Bier des Abends gewählt. Das habe ich mir jetzt geholt. Und was ist es? Kamba Nelson Weisse. Ein sehr interessantes Bier. Da der, ich glaube, das war der, jetzt kommt es darauf an, dass ich hier gelernt habe. Anscheinend nicht. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich glaube, es war der Hopfen, der Nelson Hopfen aus Neuseeland, also Neuseeland weiß ich, und der hat irgendwas mit dem Sauvignon-Ding, was man von Weißwein kennt, zu tun. Und ich kann es leider nicht mehr, auch wenn ich es zweimal wunderbar gehört habe von den wunderbaren Mitarbeitern von dem Craft Beer Store in Dresden, kann ich es doch nicht einfach so wiedergeben, wie ich es gerne wollte. Jedenfalls, genau, Weißweingeschichte habe ich schon gesagt. Deswegen hat dieses Bier auch eine sehr interessante Weißweinsäure. So, also ist vielleicht auch nicht hundertprozentig richtig, das so zu sagen, also eine Weißweinsäure, aber ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Bier, das ich nur empfehlen kann. Ich mache das heute auch ohne irgendwelche Tabellen oder irgendwelche ihr wisst schon, irgendwelche Stichpunkte. Ich tue das einfach jetzt aufmachen und dann tue ich es trinken und dann tue ich was dazu sagen. Ich habe es schon heute diese Woche zweimal getrunken. So, jetzt darf sie nicht. Süßer Schleim, sonst haben wir ein Problem. Ich habe ja auch die eine Hand an der Kamera, wie man sieht, und das andere an der Bier. An der Bier. Genau, ich zeige das nochmal hier. Ich würde es gerne gegen Licht. Ich habe nicht mal ein Glas, dass ich das einschenken kann. Das ist ein bisschen die Farbe, ist, aber das ist auch nicht. Ich habe noch ein Schnapsglas von meinem Bourbon, der auch immer weniger wird hier. Übrigens, Bourbon Maker's Mark 46, der beste Bourbon, den es gibt. Sehr zu empfehlen. Wenn jemand weiß, wo es diesen Bourbon in Deutschland günstig gibt, der sollte sich bei mir melden, da die Flasche eben immer leerer wird. Die hat jetzt auch schon, also die habe ich seit 3 Jahren und immer wieder halt ein bisschen dran trinken und da haben, das kommt in einem anderen Video, glaube ich, bald noch, warum mir das, dieser Bourbon eben so sehr liegt. Aber jetzt sind wir hier beim Bier, bei dem, ich sage es mal, Kamba, Nelson Weisse. Genau, ja. Ich schenke mal hier kurz ein bisschen was ein in mein Schnapsglas, einfach, dass man nochmal die Farbe sieht. Hier, Farbe. Okay, ich sehe es auf dem Monitor und die Farbe, die ist ziemlich echt. Also, es ist ein. Okay, hier live bei mir ist noch ein bisschen goldgelber. Gelblicher. Aber trotzdem, die Trübe sieht man sehr gut. Blasen sieht man sogar, glaube ich. Wobei es jetzt unscharf. Genau, ich trinke. Also, genau. Wie gesagt, ich erwarte jetzt eine leichte Säure. Die Säure, die ist quasi hier links und rechts. Also hier so im Mittelteil vom Mund, eben an der Zunge. Und darauf achte ich jetzt ganz besonders. Prost. Wunderbar. Ein sehr, insgesamt sehr mundiges Bier. Es ist ein bisschen auf der kräftigeren Seite, finde ich. Also unabhängig von der Sorte und so weiter. Aber also, es kommt rein und es ist präsent. Und es hat einen Charakter, der mir sehr gut gefällt. Und ich merke so langsam an, auch also die Säure, oder insgesamt, wenn ich das
ich merke hier im Mundraum, also quasi nicht hier, nicht hier vorne. Ich brauche mal so einen Tonkopfschädel, dass ich es das zeigen kann. Jedenfalls hier in der Mitte, rundherum, da empfinde ich gerade eine sehr schöne runde Säure, die mich sehr, sehr anspricht. Oder es hat so ein bisschen was von so Fondue. Also Fondue würde ich das auch gerne trinken, weil das komplementiert das, also Käsefondue natürlich, diesen Weißwein oder einfach zu Käse einfach so ein Camembert hier, Nelson Weiße. Da ist es einfach super cool. Und mir fehlen jetzt die Worte, da das so gut ist. Und auch im Abgang. Also man kennt ja Biere, die sind entsprechend schwer und nicht so einfach. Also die sind im Mund und dann schlucken runter und dann ist immer noch so ein teils unangenehmer Geschmack oder so, so ein Ballast oder so drinne im Mund, der natürlich auch so manchem schmeckt, aber ich finde ihn hin und wieder doch als störend. Und bei dem ist es nicht so, da hat man eben, wie schon gesagt, diese angenehme Säure im Mund und das Bier geht aber doch recht gut runter. Also man muss damit nicht sonderlich arbeiten. Man, wie ich am Anfang, also so spontan gesagt habe, es ist ein bisschen so ein Wow-Effekt. Hatte ich das Mikrofon zu? Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht zu lange. Wobei es hat ja mehrere. Nee, gucken wir mal, wie das eine nach ist. Aber ja, insgesamt ein sehr rundes Bier. Wie gesagt, durch diesen besonderen Hopfen, glaube ich, ist es eben auch was Besonderes zu trinken. Auf jeden Fall den Aufwand und den Preiswert, den man dafür aufwenden muss, um das zu bekommen, da man das ja nicht in normales, also ich glaube, man kommt es nicht im normalen Shop, sondern muss da schon eben in einen besonderen Laden gehen. Und ich sag's nochmal, Craft Beer Store in Dresden, da gibt es das sehr coole Laden auch. Spontan hier an diesem Samstagabend. Prost. Tschüss.